Ich zähle. Ah, ich zähle runter. Es läuft schon. Hupsi. 3, 2, 1. Hallo Kat. Sorry, ich habe das ja. Worte. Wenn man also runterzählt, damit es dann losgeht. Countdown. 3, 2, ja, danke. Wow. Ich habe das Einzählen vergessen. Das sagt man nicht. Kann man auch Einzählen sagen? Und ist auch scheißegal. Ja, doch, man zählt ein. Ja, ja. Ja, doch, das ist, glaube ich, ein Wort. Ja. Ja. Doch nicht dumm. Das sag ich auch gar nicht. Nee. Aber ich über mich. Cool. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir hoffen, es geht euch gut. Wir hoffen, ihr seid gesund. Wir hoffen, ihr lasst euch alle boostern. Wenn ihr dran seid. Ja, wenn ihr je nachdem, wo ihr wohnt. Ja, wenn ihr die Corona-Warn-App habt, bekommt ihr eine Benachrichtigung. Ich bin gestern geboostert worden, genau nach einem halben Jahr. Und habe morgens dann direkt eine Benachrichtigung bekommen in der Warn-App. Ihre Impfung liegt ein halbes Jahr zurück. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt für... ich glaube, da ging es nur um Infos, wann ich jetzt das Update, wann ich den Booster brauche. Aber das fand ich auf jeden Fall ganz clever, dass sie das gemacht haben. Ich kriege auch immer Corona-Warn-App. Seitdem ich hier wieder in Deutschland war, habe ich diese App ja auch wieder, weil man braucht hier, weil die Leute gucken nicht, halt weniger drauf. Die akzeptieren aber auch diese NHS-Dinger, aber dann gucken sie immer dreimal und ich habe halt keinen Bock auf Diskussionen. Weißt ja, das wollte ich dir noch sagen, wenn du kommst, wie du das dann machst mit deiner Impfung, dass du da auch die deutsche Version hast. Okay. Du bist so wie meine Mami. Die NHS-Impfung wird genauso akzeptiert wie jede andere europäische Impfung. Ja, nur das ist so, okay. Auch gut, mit, also nur wird das, auch genauso gelesen. Dass deutsche Menschen das im Angucken auch checken, was das ist. Genau, aber das, genau deswegen habe ich auch die Corona-Warn-App. Mit meiner waren sie schon mit QR-Code lesen überfordert. Also mit dem Gerät und... That happens. In England liest man auch keine QR-Codes. Also, da wird geschaut, dass du einen hast, aber ich habe noch nie jemanden, wenn überhaupt, aber ja, ich habe noch nie probiert, es hat nicht geklappt und dann hat er mich weitergewunken. Also okay, coole Kontrolle, danke, ich fühle mich sicher. Es war genauso wie damals mit dem Chip meiner Katze, der konnte die auch nicht auslösen und war einfach so, ja, die hat einen Chip, beep, 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 ja. Ich so, sie hat wirklich einen Chip. Ich habe das extra machen lassen. Ja. Aber genau, ich habe die Corona-Dingsy-App und es sagt mir jetzt die ganze Zeit, check the validity of your certificates, aber einfach, weil es ja immer nur einen Monat gültig ist und jetzt halt ausläuft und man dann halt ja wieder das neu hochladen muss oder so. Hä? Oder nee. Doch, ich muss es jeden Monat. NHS ist immer nur einen Monat. Achso, NHS, okay. Ja, aber auch Deutsche in der NHS, jedes Mal muss ich einen neuen generieren. Ja, okay. Das heißt, du musst... Als extra Security. Okay, ja gut. Aber nein, also es ist, glaube ich, immer derselbe QR-Code, man muss die einfach nur einen neuen... Also ich weiß ja nicht, ich kann die ja nicht lesen. Nicht? Aber es steht immer, Certificate expires, so viel noch 2 Monate oder so. Aber auf jeden Fall expired er jetzt bald. Deswegen, das ist das Einzige, was ich von Corona-Warn kriege. Ja. Und dann, check das Exposure-Notifications on. Und da bin ich so, nein, die sind natürlich nicht on, weil ihr auch hier nicht tracken könnt. Und so, ich habe die ausgestellt, damit ihr mir keine Push-Notifications gibt. Und ihr tut es trotzdem. Ja, ich habe das auch ausgestellt. Ich kriege ständig welche von denen. Naja. Ist auch egal. Übrigens, es kann natürlich sein, hier wird jetzt gerade alles wieder dicht gemacht und Nein, Zora, ich glaube nicht daran. Nein, das dürfen wir gar nicht in die Welt packen, weil ich habe also in München erzählt, ist schon, in Berlin werden jetzt wohl die Restaurants und so wieder zugemacht und ja. That's boring as fuck. Ja. In Düsseldorf ist noch nicht, soweit ich weiß. In Hamburg auch nicht. Ich bin ja nur einmal die Woche draußen. I don't know. Ich gehe hoffentlich morgen noch zum Sport. Also ich gehe morgen hin und hoffe, dass es noch offen ist. Aber also ja, ist noch offen. Und oh, Hicks. Und hoffe, dass es so bleibt. Aber ja, kann sein, also ich drücke die Daumen, dass es nicht so ist, aber kann sein, wenn du kommst, ist es so wie letztes Jahr und ich kann dir einmal dann den Wein zeigen. Oh! Nein, Scherz, nein, dann komme ich natürlich, ich komme natürlich, aber eigentlich... Nein, ich komme. Ist gelungen, ein kleines. Nein, ich komme natürlich, aber dann wäre es halt so, ja, vielleicht kann ich auch hier bleiben, wo ich wenigstens noch Weihnachtsessen gehen kann und Winter Wonderland und solche Sachen. Aber wir können uns auch Weihnachtsessen hier kochen. Ja, natürlich. Ich freue mich vor allem auf die Weihnachtsmärkte und solange die offen sind, ist mir scheißegal, ob ein Restaurant zu hat. Oh ja, Omi Pomi. Yes. Ja, auf sowas, darauf freue ich mich schon voll. Mhm. Aber ansonsten so, saufen wir uns mit meiner Schwester hier. Ja. Ja, schön, da habe ich auch Bock drauf. Ja. Also das können wir auch machen, wenn die Läden offen haben. Aber ja, nein, ich hoffe nur halt nicht, dass es halt so krasse Restriktionen gibt. Ich finde es okay, wenn alle Ungeimpften bei euch, was auch immer sie machen oder nicht machen, das ist mir völlig egal, wenn die nicht in mein Restaurant kommen. Sich einfach, aber ich möchte bitte, wenn ich im Urlaub bin, so bin ich. Nee, aber wir haben ja auch, also für Weihnachten, meine Eltern haben auch Tickets für die Oper und so, für einen Tag nach Weihnachten. Da würde ich halt, also natürlich voll gerne hin und ich würde auch so gerne mit meinen Eltern ins Restaurant und gerne einfach Dinge auch machen. Ja. Und natürlich, ich muss nicht jeden Tag in einer Bar sitzen, aber ich würde auch gerne in einer Bar sitzen. Und vor allem, also wenn hier wirklich so harter Lockdown ist, darf man ja einmal am Tag so eine Runde spazieren gehen. Aber ansonsten wird man ja dazu angehalten, nicht rauszugehen und man muss, also meine Schwester hatte, wenn sie arbeiten war, wenn sie Früh- oder Spätdienst hatte, die hatte auch so einen Nachweis von der Arbeit, dass sie jetzt draußen sein darf und sowas. Genau, und dann kann es sein, dass du vom Ordnungsamt kontrolliert wirst. Was ist der Grund, weshalb sie rausgehen? Und wenn du halt nicht einkaufen gehst oder deinen einen Spaziergang am Tag machst, kriegst du irgendwie eine Strafe. Ja. Das ist halt echt krass, weil sowas gab es halt hier nicht, also nie. Und Lockdown natürlich war immer nur halt alles halt zu. Ja. Aber man konnte halt trotzdem mal rausgehen. Also es war ja auch kein Fun. Also man kann auch nur so viele Stunden natürlich am Tag spazieren gehen. Und dann hat es dann auch. Und das habe ich letzten Winter gemacht, aber ich kann auch nicht jeden Tag 2 Stunden immer die gleiche Strecke spazieren gehen. Und ganz ehrlich, ist mir dann auch zu kalt und zu dunkel nach der Arbeit, um noch irgendwelche neuen Wege hier kennenzulernen. Nein. Auf gar keinen Fall, ja eben. Also das ist ganz, ganz, nee, danke, tschüss. Aber nein, ich glaube nicht, dass es so schlimm wird, weil es wird dir nicht besser. Also du kannst halt, man kann halt so und so leben, aber man kann auch nicht für die nächsten 20 Jahre jeden Winter alles zumachen. Also es bringt halt nichts. Ja. Irgendwann muss man halt, ja danke, so ist es halt, es ist zwar vielleicht kacke, aber so. Meine Reden, it is what it is, aber lasst euch damit bitte impfen. Frohe Weihnachten. Ja, und damit frohe Weihnachten impfen, und damit zum Thema. Achso, nee, wir haben noch gar nicht, was mit dem Highlight? Erzähl erstmal dein Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche, oh Gott, die Woche ist so lang, also für Transparency Reasons ist es Mittwochabend, Donnerstag kommt die Folge raus. Die Woche war lang. Was waren die Highlights? Ich hatte sehr viel Cheerleading. Das ist meine Schuld, ja, ich nehme es auf mich. Was waren die Highlights? Oh! Freitagabend war ich in einem Sandwich-Shop. Da müssen wir auch hin, wenn du mich besuchen kommst, oder? Oh ja, ich hab die, wow, Aufregung, es geht um Essen. Insta-Story. Ja, genau, ich habe die Insta-Stories gesehen. War so, fuck, das sieht lecker aus. Ja, war es auch. Es ist Max's Sandwiches heißt das und der ist eine der besten Sandwich-Läden Londons anscheinend. Der war halt schon auf dem Cover von Time Out Magazine und so ein Scheiß. Wow. Also der ist wirklich richtig bekannt und ist ganz klein und ganz süß. Es ist nicht so gut für vegane Menschen geeignet. Das sehr viel Menü Käse ist ziemlich klein. Ne? Ja, sehr viel Käse, sehr viel, einfach sehr so real Sandwiches for real people. Weißt du, so ein bisschen, aber super lustig, super nett. Dann esse ich das dann ja auch. Ja, eben. Also was Besonderes ist. So, ich muss mir jetzt nicht grundlos kiloweise Fleisch reinhauen, aber halt mal so, wenn es irgendwie sowas special ist. Ja, klar. Und es ist wirklich special. Nein, es war total lecker. Alles ist halt easy, alles ist cool. Die Bedienung ist mega nett. Wir hatten so Negroni-Shots auch, das war mega, also alles war einfach mega nett. Wir waren halt so, als wir da waren, ich war mit meiner Mitbewohnerin da, und so, wir sollten jetzt jeden Tag hier einfach essen gehen, wir sollten nie wieder selber Essen machen, das ist so cool. Ja, sowieso nicht. Ich habe heute Pasta gekocht mit gekauftem Pesto, das ist für mich richtig krasses Kochen gerade. Ja, das mache ich aber auch ganz oft. Ich habe noch Salz selber drüber gemacht. Look at me, Chefkoch. Ja, genau. Das Italian Herb Selection, das ich hier so habe. Ja. Ja, es ist halt auch einfach schwierig, aber andere Leute können ja viel besser kochen, nämlich Restaurants. Richtig. Ja, und eigentlich sonst das Highlight wäre, glaube ich, heute, weil heute nachmittags hatten wir mein erstes Christmas Dinner, also proper Christmas Dinner, mit so richtig so diesen Crackern, diesen Knalldingern, diesen Knallbonbons, die man so auseinanderzieht und dann so proper halt Christmas Essen, was man halt so an Heiligabend oder Weihnachten essen würde, mit einem Mediapartner von uns, und der hat die ganze Firma halt auch eingeladen. Wow. Also es war halt so eine riesige Tafel und die war auch schon voll gedeckt und das war richtig, richtig schön. Ich habe auch meinen Christmas Pullover an und seitdem nur noch Christmas. Wie sieht der aus? Der hat einfach so Schnee, also der ist jetzt nicht, der hat so Schneemänner und so, wie heißen die? Aber so ein ugly Sweater oder so einen schönen? Naja, nicht ugly und auch nicht schön, würde ich sagen. Ja, einfach weil das Motiv ja dann doch schon speziell ist. Aber nicht kein ugly Sweater. Einmal kurz am Mikro. Da ist irgendwie eine Fluse, die mich die ganze Zeit am Kinn kitzelt. Oder ein Haar von Daisy. Oh, das ist nervig. Die Geräusche gerade tun mir leid. Okay, so, sorry, jetzt geht's wieder. Ja, genau, Christmas Sweater hin oder her, aber auf jeden Fall Christmas. Mach mal bitte, und heute, kannst du mal ein Foto posten? Das würde mich doch freuen. Ein Foto von einem Christmas Sweater? Ja. Oh, und weil die 24 Stunden noch nicht um sind, wenn du das in deiner Story postest, könnt sogar ihr, liebe ZuhörerInnen, euch den jetzt noch angucken. Schnell, schnell, schnell. Ja, weil ihr den natürlich alle in Realtime hört. Ich glaube, ich behalte ihn einfach an heute Abend, weil ich muss nach der Aufnahme gleich weiter zu meinem Gig nach Peckham, ans andere Ende der Welt. Ich glaube, ich behalte ihn einfach an und sage, ich ziehe nur noch Christmas Sweater an. Er ist ja nicht so cool für einen Gig in Peckham. Aber was ist das? Wer ist das? Ich weiß nicht, ist ein befreundete Bandsänger von meiner Freundin von Jylda. Ah, von der Sängerin. Ja, genau. Link in den Shownotes zu ihrer Musik auf Spotify. Und wir wollten uns halt nochmal sehen vor Weihnachten, weil es halt, mein Schedule ist halt einfach ausgebucht, bis ich zu dir fliege, Zora. Also wirklich, es sind ja auch nur noch 2 Wochen am Freitag. Ja. Also es ist wirklich richtig schnell da und bis dann bin ich wirklich jedes Wochenende irgendwie ausgebucht und ich habe einfach Sachen zu tun, auch unter der Woche. Und dann waren wir halt so spontan auf heute, vielleicht so, ja, bevor ich herausgefunden habe, dass es ein Peckham ist. Aber jetzt einmal bin ich eigentlich auch schon. Ja, mal durch die Stadt, aber eigentlich habe ich auch schon Bock drauf. Also wird cool. Ja, wird bestimmt gut. Es ist halt dann auch schön und halt auch Live-Musik und coole junge Bands. Also nice. Junge Bands, das hört sich so an, als ob ich 40 bin. Halt bist du fast. Artists, also proper Artists, die auch damit ihr Leben verdienen. Up and coming, so meinst du, genau oder? So, ja. Keine jungen Bands, so hat es da angehört. Jetzt junge nicht Adele, sondern so eher unknown. Genau, aber auch eben nicht deine Schülerband. Also kein so Band-Contest-Style. Aber ja, das wird halt auch cool, deswegen alles gut. Hey, aber ich glaube, ich bin letztens gab's halt einfach den Zweiter an. Okay, Entschuldigung. Ja, apropos Schoolboys-Konzert. Jetzt McFly sind ja seit ein paar Jahren wieder zurück. I love it. Und die haben jetzt irgendwie zusammen mit O2, das war irgendeine Werbepartnerschaft, I don't know, habe ich bei ganz vielen britischen... Also die sind ganz viel auf Tour und die waren auch mit Baste zusammen auf Tour und so. Und dann haben die jetzt nochmal riesengroß im Stadion gespielt und ganz viele britische InfluencerInnen waren da. Und ich war so neidisch. Fuck, ey. Und die haben halt auch die ganzen alten Hits gespielt. Die habe ich jetzt direkt erstmal in meine Lieblingslieder-Playlist gepackt. Ja, aber die sind ja auch nur für so alte Hits da, also für so unser Alter, aber die haben, die halt... Also als Revival-Gag. Ja, genau. Also die späteren Alben waren, glaube ich, in UK auch populär, aber in Deutschland war ja das erste Album von denen. So, und die guten alten Zeiten, McFly. Die hätte ich mir auch schon mal live angeguckt, ey. Ja. O2, das falls wir nach Deutschland kommen, könnt ihr mich ein... Ja, das wäre ein... Oh ja, warte mal, das schreibe ich mal. Schreibe ich direkt mal auf. Das ist nämlich auch unser Thema. Achso, ich habe noch einen... ganz schnell mein Highlight der Woche. Ja. Ich habe mir es wird eine sehr konsumorientierte Folge. Auch für unser Thema. Ich habe mir letzte Woche im Sale, haha, ganz viele Sims-Erweiterungspacks und Zusatz-Game-Packs geholt und spiele seitdem jeden Abend und am Wochenende einen halben Tag. So nice. Also ich baue natürlich vor allem viel. Ich habe jetzt einen Baum. Ich habe ein Baumhaus gebaut. Sorry. Ich habe mir YouTube-Tutorials dafür angeguckt, weil ich es nicht hinbekommen habe. Und gebe jetzt und baue da immer mit irgendwelchen Cheatcodes, damit das alles so geht, wie ich das will. Und baue da immer dieses Baumhaus. Das ist natürlich, die haben natürlich auch die Farm angehangen und sowas. Und I love it. Damit kann ich Stunden verbringen. Manchmal brauche ich den Abend nur, um das Haus von außen, also das Gerüst zu bauen und außen die Pflanzen. Und dann ist irgendwie 22:30 und dann ist so, okay, dann gehe ich schlafen und am nächsten Tag mache ich dann die Inneneinrichtung. Und manchmal werde ich mit der noch nicht mehr fertig. Das ist, also wie ihr hört, Zora ist richtig deep in alles, was Sims und Details an Sims bauen und Details angehören. Ja, I love it. Sehr gut. Das war mein Highlight. Ah ja, und übrigens kein Highlight, aber ein Fun Fact. Morgen werde ich meinen Tag damit verbringen, 15 Podcast-Folgen hochzuladen. Das wird einfach den ganzen Tag dauern. Ist einfach mein kompletter Arbeitstag. Love that for you. Ja. Ich habe schon ein E-Mail-Postfach bis Jericho, aber du laberst eine Folge. Ja, aber das klingt immer so, ja, mach das mal, aber das dauert ja ewig. Ja, natürlich dauert das. Die Audiodatei hochgeladen ist, bis ich mir alle Texte zusammengesucht habe, das Cover gefunden habe, das Cover angepasst habe, Schlagworte eingeben, Titel checken. Ja, nein, das dauert natürlich. Aber damit Merry Christmas. Und damit Merry Christmas und zum Thema Weihnachtsgeschenke! Au! Erstmal, bevor wir anfangen, ich habe noch eine Frage. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Oh Gott, das weiß ich nicht, weil ich bin wunschlos glücklich als Person. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich weiß, aber ich habe wirklich nichts so. Weil manchmal hat man ja so eine Sache. Zum Beispiel, ich wollte immer einen Dyson haben, aber jetzt habe ich halt einen Dyson. Ja gut, wenn ich dir den schenke und du damit nach Hamburg fahren und nach London fliegen musst, viel Spaß. Oh Gott, ich komme mit so viel Gepäck bei dir an. Ja, sorry, das ist echt unschön. I know. Vielleicht müssen wir mit dem Taxi fahren. Oh Gott. Ja, können wir machen, ist okay. Aber das können wir dann sehen, wenn du es siehst. Aber vielleicht fällt dir ja noch mal was Realistischeres ein. Irgendwie so Bücher, die auf deiner Liste stehen oder we'll irgendwas. Ja. Musst du ja nicht jetzt entscheiden. Aber nee, aber gerade so bin ich relativ, ich hab hier alles. Oh, wie mein Vater, ey. Was wünsche ich? Ich hab alles, was ich brauche. Ja, aber es ist dann auch manchmal schwierig. Ich lasse mich halt gerne überraschen, aber so von sich so tief, so Wunsch habe ich halt dieses Jahr wirklich nicht. Okay, aber na gut. Mal sehen. Aber vielleicht fällt ja irgendwie trotzdem was ein. Ja, bestimmt so nebenbei. Ich muss das nur dann immer aufschreiben. Weißt du, kennst du das, wenn du halt so denkst, oh ja, das ist voll das gute Ding, das würde ich voll gerne haben. Ich werde mir das jetzt auf jeden Fall im Kopf behalten, bis Weihnachten oder zum Geburtstag oder so. Und dann so 3 Tage später ist es auf jeden Fall vergessen. Oder wenn dich jemand fragt danach. Ja, ich muss es immer aufschreiben. Ja, genau. Und wir dachten uns, falls ihr auch uninspiriert seid, um was ihr anderen schenken könntet, so wie wir, dann haben wir uns heute ein paar Sachen überlegt. Wollen wir einfach abwechselnd machen? Ja, können wir machen. Okay, willst du anfangen? Möchtest du nicht anfangen, sorry? Ja, du hast deine Idee. Ja, mein Thema. Meine erste Idee ist, also ich hatte das erst... Klar, it's me, kategorisiert nach Personen, aber im Grunde geht eigentlich alles für allen. Aber das ist wahrscheinlich eher was für wirklich Familie und gute Freunde. Und zwar Netflix- oder Disney-Zugang. Also wenn ihr, also das andere mit dem A unterstützt ja nicht, deswegen ist es jetzt nicht drin. Aber das ist eh nur Scheiße. Seht ihr? Oder, keine Ahnung, was gibt's noch? Sky, Joyn und so weiter, blablub. Halt Streaming, Fernseh, Film, Dings. Wenn ihr da einen Account habt, den dann mit jemandem zu teilen, dass die andere Person da auch drauf zugreifen kann. Ja. Ja. Das ist cool als Vorschlag. Mein Vorschlag ist, wenn ihr einen, also das ist jetzt relativ für Ladies. Ladies, nein, das hört sich so komisch an. Für Frauen oder für Leute mit längeren Haaren, würde ich sagen. Das ist ja wohl unisexuell. Ja, Unisex, aber vor allem für Leute auch mit gefärbten Haaren. Auch Unisex. Auch Unisex, aber wahrscheinlich eher auf Frauen zutreffend oder weiblich sozialisierte Personen. Ja, klar, aber so, es müssen halt schon lange Haare sein. Nein, hier gibt's keine Stereotype. Nee, okay. Ja, es sind beide, aber you do you. Olaplex. Mhm. Was halt, ich weiß nicht, also das kennt man ja eigentlich. Ja, 25 Euro pro Shampooflasche. Genau, also voll okay als Geschenk, aber... Ja, so, genau, aber nicht, dass es, sonst würde man es nicht selber holen. Genau, genau. Genau, aber deswegen würde ich halt, also kommt natürlich drauf an, was die Person halt wirklich gerne möchte, aber genau, also kann man ja aus dem Friseur... Jeder liebt es, eine Olaplex-Kur, es gibt ja verschiedene Sets, also du kannst ja Shampoo, Conditioner... eine Kur oder so Leave-In-Sachen gibt es ja auch von denen. Und die sind alle halt mega cool. Und wenn du halt im Friseur nicht jedes Mal bei jeder Haarfärbung nochmal, möchten Sie doch 10 Euro für ein Olaplex-Treatment ausgeben? Ja, 30 oder 40, weil die ja immer nochmal draufschlagen. Ja, aber so an sich kostet jetzt so eine große Flasche, die hält für mich halt fast ein Jahr. Also 25 Euro. Und dann, wenn man halt 10 oder 20 oder 30 Euro, je nach Salon wahrscheinlich auch, für eine Haarkur Olaplex ausgibt. Absolut. Das ist ein richtig gutes Weihnachtsgeschenk, wird sich jeder für bedanken. Okay, und dann weiß ich ja, was ich dir schenke. Olaplex. Na, ich finde, das kann man halt gebrauchen. So. Ja, ich finde immer, ich habe auch erst noch aufgeschrieben, was Nützliches. Weil was nützt dir die 83. Kerze, wenn du die nicht anzündest? Aber irgendwie dann lieber... Ich habe mir jetzt von meinem Vater gewünscht, dass der mich zu Ikea fährt. Yay. Und wieder zurück. Weil ich halt dann ein paar Sachen brauche, kein eigenes Auto habe und die Lieferkosten astronomisch sind. Und dann war es so, Papa, fahr da bitte mit mir hin. Ja. Und helf mir tragen und sei mein Fahrer da. Sei mein Fahrer. Ja. Sei mein Chauffeur. Wir verbringen Zeit zusammen. Cool. So. Sehr gut. Ich habe aufgeschrieben Milchschäumer und damit nicht diese kleinen 3 Euro, diese du meinst einen richtig geil. Ja, so einen, den ich habe. Du hast ja, ich sehe es vor mir. Genau, das ist so ein Gefäß, wo du halt Milch reinmachst und unten ist so ein, wie heißen die denn? Schaumbesen, heißt es Schaumbesen? Genau, und da kannst du halt so aufwirbelt. Meiner hat auch verschiedene Richtungen, wie viel oder wenig Schaum der machen soll, warm oder kalt. Und das ist halt super geil. Also das macht auch, also klingt so, als würde der 300 Euro kosten. Ich glaube, der hat auch 20, 30 gekostet oder so. Also auch einen guten Preis für ein Geschenk, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Genau, und auch ich benutze da immer meine Oatly Barista drin und das schäumt perfekt. Also als würde ich aus dem Café morgens meinen Kaffee holen. Sehr gut. Ja. Nice. Und ich benutze den jeden Tag. Ich bin halt zu faul für das. Ich habe auch gerade so gedacht, und dann dachte ich so, nee, ich würde den halt wirklich nie benutzen. Echt? Ich benutze den jeden Tag. Ich habe halt morgens immer so wenig Zeit, wenn ich aus dem Haus gehe. Ach so, ja, ich arbeite ja von zu Hause aus. Ja. Genau, also... Wenn man von zu Hause aus arbeitet oder die Person, der ihr das schenkt, von zu Hause aus arbeitet. Oder nur am Wochenende, ganz ehrlich. Das reicht ja auch. Zweimal die Woche den benutzen, finde ich schon krass. Ja. Ja. Nee, ist cool. Sorry, da kennt man unser Alter. Oha. Auf meiner Liste wären Küchenutensilien als Oberbegriff. Eigentlich so, je nachdem... natürlich, wer die Person ist und was sie vielleicht auch möchte oder braucht. Also wenn man gerade eingezogen ist, irgendwo dann ja sowieso, dann fehlt immer irgendwas. Aber so manchmal so richtig geile Messer zum Beispiel, die kosten ja wirklich viel Geld. Also eher vielleicht für richtig gute Freunde / Boyfriend, Girlfriend oder Familie. So ein richtig gutes Messer ist halt schon geil. Aber halt auch solche Sachen wie, keine Ahnung, eine Knoblauchpresse, aber so eine gute, weißt du, nicht so für 1 Euro von Ikea. Ja, so eine geile Zitronenpresse. Ja, oder sowas, genau, vom wie heißt diese bekannte deutsche Marke mit W? Wir sagen es vielleicht nicht, weil die uns nicht sponsern. Ja. Und, nachdem wir schon alle möglichen an... Olaplex. Aber Olaplex. Die WMF. WMF. Ich weiß immer nicht. Ja. Genau, WWF ist WWF ist was anderes, ist eine Organisation. Das sind die Orang-Utan. Ja, da wo ich meine Orang-Utan habe. Unterstützt, ja. Deswegen wollte ich es nicht sagen, weil ich es immer durcheinander frage. Aber genau, sämtliche Küchenutensilien ist immer irgendwie cool. Ja. Natürlich mit irgendeinem Wert, wenn man in einen Euro-Shop rennt und sämtliche Plastik-Shit Utensilien raussuchst, dann ist halt auch nicht mehr geil. Ja, also vor allem, weil es einfach schnell kaputt geht. Das ist es ja eher. Ja. Und das kommt natürlich auch wirklich auf die Person an. Also oder das ist was die Person vielleicht braucht oder wer die Person auch ist. Wenn man das einem FreundInnen schenken möchte, ist das auch ein cooles Sammelgeschenk, wenn das was Größeres ist, das man dann zusammenschmeißt, um irgendwie vielleicht wirklich auch ein Elektrogerät zu kaufen, irgendwie Brotbackmaschine oder was weiß ich, was auch immer man braucht oder einfach haben möchte. So ein geiles Olivenholz-Löffelset oder irgendwie sowas. Also kann ja auch was Kleines sein, was man halt wirklich nur einem guten Freund oder so schenkt. Ja. Aber das ist natürlich nichts für jemanden, der nicht kocht oder sowas. Ja. Also da muss man auch nicht damit ankommen. Also bei mir, das Verschwendete liebt Geld und Liebesmüll. Und solche unnötigen Dinge wie ein Eierschneider oder so, warum auch immer das existiert. Genau, solche Dinge, warum auch Sparschäler, richtig gut, ja, aber geil, solche Sachen wie Eierschneider oder Avocado-Dingsbums, nee, braucht man nicht. Nein, nimm dir einfach ein verficktes Messer und schneid die Scheiße selber. Genau, und Leute, man isst ja auch so Äpfel. Also ein Ei kannst du entweder mit dem Messer auseinanderschneiden und du beißt dann einfach ab oder bist mit deinem Löffel da halt drin. Ja. Und einen Apfel beißt man auch einfach rein oder genau, wie du gesagt hast, Messer. Also sowas dann nicht, aber wenn halt eine Person relativ gerne kocht, dann gibt es immer ein geiles Küchenutensil, was man schenken kann. Genau, und das ist auch sowas, dann kannst du jedes Jahr so darauf aufbauen, theoretisch. Ja. Und dann die Kollektion für die Person erweitern. Die Serie. Ja. Nice. Cool. Ich habe aufgeschrieben, etwas selbstgestricktes oder gehäkeltes. Kat ist ja sehr groß im Häkeln und hat mir zum Geburtstag auch eine von ihr gehäkelte Tasche geschickt. Ja. Und geschenkt. Und die liebe ich über alles. Die ist so schön. Und natürlich noch mehr, weil sie eben selbst gemacht ist. Und also da gibt es ja verschiedene gerade an schweren und leichten Levels. Also es kann ja schon so ein, einfach mit der Strickliesel, so ein Hals, wie heißt das, Ohren? Scheiße, heute fallen mir keine Worte ein. Kopfband. So ein Kopfband. Stirnband, danke. Schal. Heute, ich kann nicht mehr. Ich war den ganzen Tag, heute gab es nur Meetings und nur so lange und ich habe dir eben schon erzählt, was dann jetzt irgendwie im letzten los war und sorry für die Wortstörung. Alles gut. Genau, also irgendwie, oder ein Schal, so den Klassiker. Und wenn man natürlich das irgendwie schon besser kann. Ich habe jetzt so richtig, auf Insta gibt es da gerade ganz viel Werbung für. Auch für so geile Strickjacken, die dann so mehrere Farben drin haben. Oder, das habe ich Kat geschickt, irgendwie so eine Strickjacke dann mit so Blümchen drauf gestrickt oder reingestrickt. Ja, ich weiß nicht, wie es gemacht ist. Das war so, also es ist natürlich aufwendiger. Müsste man, glaube ich, jetzt mit anfangen, um das bis Heiligabend zu schaffen. Je nachdem, wie gut oder schlecht man ist. Genau, aber sowas oder, Socken. Auch immer gut. Dicke Socken. Ja, genau. Ja, das ist wirklich schön. Wenn man Zeit hat, noch, also jetzt 1. Dezember, Leute, oder morgen 2. Dezember, wenn die Folge rauskommt, haltet euch ran. Ja. Ihr könnt es noch schaffen, selbst. Oder auch so ein Schal oder Socken, das muss ja auch nicht perfekt sein. Ich habe mal irgendwann, mit 12 oder so, meinem Vater einen Schal gehäkelt, wo auch noch ein Teil dann von meiner Oma, gehäkelt. Nee, gestrickt. Fertig gehäkelt wurde. Ahnung. Genau, sie hat da noch einen ganzen Teil gemacht und es sieht halt, sieht halt super scheiße aus, aber mein Vater liebt den. Der trägt den, glaube ich, immer noch, weil das halt einfach von mir ist und selbst gemacht ist und ich da Liebe und Arbeit auch reingesteckt habe. Und da ist halt egal, dass der jetzt nicht perfekt, bei weitem nicht perfekt ist. Ja. Nice. Ja, das ist cool. Ich bleibe in der Küche, sorry, mit Geschenkideen. Mein Ultimate Top-Geschenk. Heißluftfritteuse heißt es auf Deutsch. Oha. Airfryer auf Englisch. Mhm. Bestes Geschenk ever. Habe ich mal gemacht zum Geburtstag und wirklich bestes Geschenk, was die Person jemals bekommen hat und bestes Geschenk, was du jemals jemandem geben kannst. Mhm. Und auch wenn ihr nicht daran glaubt, das ist egal, weil ihr müsst es einfach nur erfahren. Und dann werdet ihr, jeder liebt es. Oh mein Gott, das ist so gut, Zora. Mhm. Ja, ich mag die auch. Richtig gut. Hier, der Typ, den ich jetzt hier Anfang des Jahres eine Zeit lang getroffen habe, der hatte auch eine. Und das war richtig cool, wenn wir da drin irgendwas zubereitet haben. Das war schon ganz nice. Ja, und man kann alles drin machen, Leute. Man kann vom Cupcakes backen bis zum Fischschwein. Ja, du genau, wir haben alles Fisch drin gemacht und hier so Kartoffelrösti und so Sachen. Ja, du kannst alles lecker in der Fritteuse machen. Ja. Die sind so gut und es wird richtig knusprig auch. Mhm. Das ist ja immer so das Ding, oh ja, es wird halt immer nicht, doch, es wird halt mega knusprig. Ja. Nice. Ihr lügt einfach nur. Okay, geil. Nein. Nein, natürlich nicht, aber doch, ja, es wird halt mega gut. Ja. Ich habe noch Besuch in die Vergangenheit. Damit meine ich, also das hat mal mein Papa seiner Mama geschenkt. Da sind die quasi einen Nachmittag lang, also die kommt hier aus der Nähe. Und dann sind die da halt nochmal hingefahren und sind so die ganzen Stationen von früher abgelaufen. So, wo sie früher immer zum Bäcker gegangen ist, zu ihrer alten Schule, zu ihrem alten Wohnhaus und haben sich das halt alles nochmal angeguckt. Oh, und sie hat dann natürlich ganz viel erzählt und dann haben sie irgendwie, genau, hat sie eben einfach von ihrer Kindheit und Jugend erzählt und dann waren sie irgendwie noch Kaffee trinken und genau, hatten da einfach quasi also die Mischung aus gemeinsamer Zeit, aber halt nochmal ein bisschen was Besondereres. Also vielleicht dann eher, nice. Ist jetzt nicht unbedingt was für Freunde, aber dann so für Eltern, Großeltern, Paten, Tanten, Onkel, was auch immer ist das vielleicht irgendwie. Ja, voll schön. Ich hätte noch keine Gutscheine, aber so Karten für halt Ausstellungen oder Theater oder so, das ich auch noch die natürlich Museen und so. Genau, die halt natürlich zeitlich danach, also auch schon gekauft sind und halt gebunden sind an etwas, weil sonst finden sie eh nicht statt. Ja. Und da kann man ja auch vom Museum bis halt wirklich zur Oper halt alle Preiskassen alles machen und halt dann darum herum, vielleicht je nachdem, wie viel Geld man natürlich auch hat, auf einen Drink einladen oder zum Essen vorher oder so. Aber auf jeden Fall halt sich einen schönen Abend so mitmachen. Ja. Vielleicht auch Kino einfach. Ja, voll. Also je nachdem, was gerade so ansteht oder auf was man Bock hat. Was offen hat. Ich war auch erst so, nenne ich das überhaupt, wenn hier gerade schon wieder alles verfickt zumacht. Aber das ist ja auch nichts, was man jetzt einlösen muss. Man kann ja auch gucken, welche Ausstellungen nächstes Frühjahr sind oder welches Theaterstück, welche Filme nächstes Jahr kommen oder was auch immer. Und dann sagen, nur, dass es halt schon bezahlt ist. Genau, das ist das Wichtige. Ja, weil wenn es einfach auf niemand will, Leute, wirklich, hört mir zu, niemand will auf irgendeine vorgefertigte Pappkartonwand irgendwas geschrieben haben mit hiermit bist du herzlich eingeladen, auf einmal ins Kino gehen. Nein, oh Gott. Es funktioniert nicht. Wenn meine alten KlassenkameradInnen jetzt auf einmal ankommen und das einlösen wollen, muss ich, glaube ich, eine ganze Weile noch in irgendwelche Kinos und Konzerte gehen. Ja, eben. Das funktioniert nicht, das passiert nicht. Nein, ihr müsst es schon, wenn ihr es ernst meint mit sowas, müsst ihr halt entweder einen Gutschein für, also es auf jeden Fall schon bezahlt haben. Mhm. In irgendeiner Form für ein Kino kann es ja auch ein Kino-Gutschein sein, den ihr schon bezahlt habt oder gekauft habt. Dann kann die Person zur Not auch alleine hingehen oder halt wirklich Karten für irgendwas holen. Ja, nice. Aber halt eben nicht. Wir gehen dahin. Das habe ich meinem Vater letztes Jahr geschenkt. Also so eine Mischung aus, so eine Mischung aus den beiden. Also so, hey Papa, hier ist die und die Ausstellung von deinem Lieblingskünstler. Aber der ist halt super eingespannt mit der Arbeit. Und deswegen war ich so, sag mal Bescheid in der nächsten Woche, dann, also zu seinem Geburtstag, nächsten 2 Wochen, dann lass uns da hingehen. Und die Ausstellung lief auch irgendwie nur noch 4 Wochen oder so. Das heißt, also da gab es zumindest schon mal den Rahmen. Ja, 2 Tage später Lockdown und den ganzen Winter einfach war alles dicht und als alles wieder aufgemacht hat, war die Ausstellung halt schon weg. Natürlich. Na klar. So ist es immer. Ja, natürlich, also muss man halt gucken. Vielleicht Kinogutscheine einfach ist easier, weil die so leicht nicht verfallen. Aber halt sowas halt, was man eben als Person machen kann. Ja, aber das wären aber schon halt alle meine. In der Weihnachtswoche geht der direkt hin. Genau, man kann ja schon mal vorher austesten, wann die Person auch Zeit hat. Oder einfach sagen, ja, hey, halt dir das frei oder lass uns treffen oder so. Genau, eben. Ja. Also das kriegt man dann schon hin. Ja. Aber das wären auch alle meine Vorschläge. Ah, okay. Ja, gut, dann ratter ich. Wir sind jetzt eh schon wieder bei etwas über eine halbe Stunde. Ja, gefühlt schon. Dann ratter ich einfach durch meine Tipps durch und du kannst die ja kommentieren, wenn du was zu sagen hast. Ja, wahrscheinlich nicht. Es sei denn, die sind richtig blöd. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja sagen, ob das gut ist oder bescheuert ist. Ich habe noch selbstgemachter Sexy-Kalender, habe ich es mal genannt. Das ist dann eher was für PartnerInnen, Ehemann, Frau, also FreundInnen, wie auch immer. Das hat mal tatsächlich eine Mitbewohnerin von mir gemacht für ihren Freund. Da waren wir zu dritt und dann haben wir einen Nachmittag lang sexy Fotos von ihr gemacht und sie hat dann daraus so einen Jahreskalender gemacht. Wir haben irgendwie schön zusammen Wein getrunken. Genau, und dann so, also sie hat einen Badeanzug an, aber so unter der Dusche, je nachdem, wie gut man befreundet ist mit der Person, die das macht, kann man es ja auch. Und je nachdem, wie sexy der sein soll, wird es dann halt nackt und wie sie sich irgendwie in Dessous so auf dem Bett oder auf der Couch regelt oder was auch immer. In der Küche kann man ganz viele sexy Fotos machen. Vielleicht ist das ja auch, also eher mit so einem Augenzwinkern. Es müssen sexy Fotos sein. Ja gut, also bei mir wäre es eher noch Massenfotos. Du kannst auch schöne oder lustige Fotos machen. Ja, klar. Also du kannst natürlich auch einen anderen Kalender machen, aber ich dachte jetzt für die PartnerInnen ein bisschen Spicy Spice. Spicy Spice, ja, finde ich gut. Genau. Dann habe ich in Klammern gemeinsamer Wabali-Besuch oder... Oh ja, wenn ihr in Berlin seid. Oder in Düsseldorf. Ja, oder, ja, irgendein Spa. Genau, oder irgendein Spa. Saunalandschaft. Dann gemeinsam, in Klammern, gemeinsamer Wochenendurlaub. Ist dann wahrscheinlich auch eher so ein beste Freundin oder Partnerin-Ding. Oder falls ihr euch wirklich gut mit euren Geschwistern versteht. Und da kann man ja auch, von irgendwie nach Madrid bis von Düsseldorf mit dem Auto rüber nach Holland. Kann man ja auch alles machen. Und vom 5-Sterne-Hotel bis hin zum Airbnb ist ja auch je nach Preisklasse wirklich alles dabei. Oder irgendwie nach, keine Ahnung, Skandinavien irgendwo, nach London. Dahin, wo auch immer ihr hin wollt. Irgendwie so, und wo man gerade hin darf, natürlich. Genau. Dann habe ich noch Bastelset. Also was man einfach so fertig kauft. Einfach jetzt für die Winterzeit so als Aktivität. Ja. Da kommt es natürlich auch drauf an, irgendwie mag sie gerne Wandverzierungen, Fensterverzierungen. Ich habe noch so Makramee-Set aufgeschrieben. Das habe ich nämlich eben im DM entdeckt. Richtig geil. Und habe direkt überlegt, okay, wem schenke ich das zu Weihnachten? Mega. Und da gab es auch ganz viele, einfach so für die Wände, was du dann aufhängst oder da, wo dann so Pflanzentöpfe reinkommen zum Aufhängen. Da gibt es ja auch alles Mögliche. Mhm. Genau, und halt, du kannst dich irgendwie beschäftigen, man kann das auch theoretisch zusammen machen, abends bei einem Glas Wein oder bei einem Kakao, wie auch immer. Und ja, man hat halt einfach was zu tun. Das Gleiche gilt für Malen nach Zahlen, in Klammern für Erwachsene. Da gibt es auch eine richtig coole Seite. Also man muss ein bisschen warten, nicht wahr, Zuri? Genau, man muss ein bisschen warten. Ja, aber da habe ich Cat. Hast du das eigentlich schon gemacht, das Katzenbild? Ja, das habe ich total fertig. Ja? Ja, schon lange. Ich hoffe, du hängst es dir auf. Ich habe es verschenkt. Oh, echt? Ja. Aber nicht an den Typ. Doch. Damals. Hol's dir wieder. Ja, ich muss einbrechen bei ihm. Ja. Wir hassen ihn. Nein, also. Wir hassen ihn. Ja, direkt Rage. Okay, ja. Aber er hat's aufgehangen. Wirklich? Ja. I love it. Ja, also es ist wirklich ein guter Tipp. von Zori. Yes. Man muss nur wirklich lange warten, bis es ankommt. Also ja, genau. Vielleicht für nächstes Weihnachten. Genau. Ja, oder jetzt bestellen. Genau, oder jetzt, oder ihr macht dann halt eine Karte draus mit dem Motiv und sagt, hey, das kommt in der nächsten Woche, kommt das zu dir nach Hause in den Briefkasten oder so. Ist ja auch okay. Oh, ich habe nochmal Konzerttickets aufgeschrieben, aber das hast du ja schon. Ich habe noch 2 Sachen. Gedichtband. Das war, also als ich noch nach Kategorien gedacht habe, war es an die Kategorie, an deinen Crush, da habe ich, dem dann so ein Gedichtband schicken. Und zwar ist das inspiriert von Uncarley Book Gift Guide, verlinke ich in den Shownotes. Von Uncarley hatte ich ja schon in der letzten Folge gesprochen, dass die so eine Book-YouTuberin ist und coole Buchtipps gibt. Und da habe ich mir eben vorhin den Book Gift Guide angeguckt und da war das eben auch dabei. Genau, und das fand ich irgendwie ganz cool. Deswegen habe ich das auch einfach mal mit aufgenommen. Also keine eigene Idee, sondern geklaut. Und als letztes habe ich noch wieder was Selbstgemachtes, eine eigene Musikplaylist. So als, wie so, früher hat man ja irgendwie ein Mixtape gemacht oder jemandem eine CD gebrannt. Und jetzt, heutzutage, machst du dann halt eine Playlist so mit deinen Lieblingsliedern, von denen du denkst, dass sie der anderen Person gefallen oder hey, ich möchte, dass du mich besser kennenlernst. Hier sind die Lieder, die mir viel bedeuten. Whatever. Und dann machst du da halt eine Playlist. Vielleicht bastelst du da das Cover dann noch selber. Und dann ist es halt wirklich eine private, die nur für die andere Person und für dich ist. Ja, das ist auch süß. Konsum, 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 Konsum. Ja, kauft, Leute, kauft. Kaufen, kaufen. Aber wir haben ja auch wirklich ein paar schöne Bastel und Tipps. Generell auch einfach nett so für verschiedene Preisklassen. Ja. Aber damit, sorry, hast du auch einen Tipp für Bücher, die Leute kaufen können? Ach so, ja gut, ob man das jetzt kaufen soll, weiß ich nicht. Ja, das ist relativ unrelated. Ja, okay, verstehe. Ich habe einen Buchtipp, ja. Soll ich anfangen? Ja. Okay, das haben wir letztens im Buchclub gelesen. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es nicht geschafft, ups. Aber ich empfehle es trotzdem mal. Von Maisie Hill, Superpower Periode. Wie sie ihren Zyklus richtig verstehen und seinen Rhythmus für sich nutzen. Also ein Buch für alle Personen, die menstruieren. Wobei, vielleicht ist es ja auch interessant für Personen, die nicht menstruieren, darüber zu lesen, aber wahrscheinlich eher für Ersteres. Nahezu 90% aller Frauen, Menschen, die menstruieren, leiden in unterschiedlichem Ausmaß unter PMS, einem Syndrom, das mit einer riesigen Bandbreite an Beschwerden einhergehen kann. Dennoch mangelt es am Verständnis für die zugrunde liegenden Ursachen und bedauerlicherweise auch an sinnvollen Behandlungsmöglichkeiten. Achtung, Spoiler, die Pille ist nicht hilfreich. Während sich Menschen, die menstruieren, in der einen Zyklushälfte noch fokussiert, produktiv, schön und selbstbestimmt erleben, finden sie sich anschließend in einer Phase wieder, die geprägt ist von Müdigkeit, Mattheit und emotionaler Achterbahnfahrt, mit dem Sofa in Aussicht als einzige Behandlungsoption. Was wäre jedoch, wenn Menschen, die menstruieren, sich gegen die dunklen Tage nicht mehr mit Wärmflaschen, Decken und Schmerzmitteln wappnen müssten, sondern es Möglichkeiten gäbe, auch in dieser Zeit das Leben zu genießen? Oh, sehr lange, Entschuldigung. Es dauert noch ein bisschen. Wenn Menschen, die menstruieren, ihr Leben auf den Zyklus und seine besonderen Phasen abstimmen könnten, wenn sie sich bewusst wären, welche Mammutaufgaben Eierstöcke und Co. in dieser Zeit bewältigen, wenn sie ihre Superkräfte so nutzen könnten, dass sie Monat für Monat im Einklang mit sich selbst leben. Pragmatisch und unterhaltsam. Zugleich stellt Maisie Williams hier erstmals ihre Zyklusstrategie vor und bietet darüber hinaus auch hilfreiches Wissen zu Verhütungsmitteln, Unfruchtbarkeit, Schwangerschaft und Wechseljahren. Die Kombination aus moderner Medizin und traditionellen Heilverfahren ist nicht nur die Erlösung von PMS, schmerzhafter Periode und emotionalem Auf und Ab, sondern enttabuisiert das Thema Menstruation in einer Zeit, in der Menschen, die menstruieren, zu Recht ihren gleichberechtigten Platz in einer von Männern dominierten Welt einfordern. Dieses Handbuch klärt so umfassend, erfrischend, anders über Hormone, Menstruation und Zyklus auf, da muss ich hicksen, Entschuldigung, dass man sich wirklich fragt, warum zum Geier einem das noch niemand vorher so erklärt hat. Ausrufezeichen. Halbe Stunde später. Sehr cool. Naja, es klingt auf jeden Fall wie ein cooles Buch mit einem coolen Inhalt. Mhm. Meins ist halt ganz anders. Nein, also es klingt wirklich richtig gut und ja, kann man empfehlen. Vielleicht nicht, vielleicht doch als Weihnachtsgeschenk. Kommt auch wieder auf die Person an, aber vielleicht ist es auch ein bisschen weird unter dem Weihnachtsbaum mit deiner 80-jährigen Opa oder so oder Oma oder... Mhm. Nee, man kennt ja Familie oder dem komischen Onkel. Nee, aber cooles Buch auf jeden Fall. Mein Buch ist ein richtiger Klassiker der Weihnachtsgeschichte. Mhm. Weil bei mir ist alles nur Weihnachten, Zora, bis Weihnachten. Ja, ich habe auch erst überlegt, ein Weihnachtsbuch und dann ist mir außer, wie heißt die, Charles Dickens Weihnachtsgeschichte? Das ist genau das, was ich vorstelle. Die auch jeder kennt, aber sie ist trotzdem schön. Ja, klar. Und die hörenden Personen dieses Podcasts müssen daran auch erinnert werden, dass diese Geschichte da ist und dass man die entweder als tausendfache Films gucken kann. Es gibt die bestimmt wirklich wahrscheinlich in Zehntausenden von Ausführungen. Mhm. Oder man kann die aber auch richtig lesen. Jedes Land hat seine eigene wahrscheinlich. Genau, oder genau, deine... abgeschriebenen landesspezifischen Geschichten dazu. Oh. Oder naja, ja, oder ja. Ähnlichen. Ja. Die Idee ist ja jetzt auch nicht so super komplex. Oder auch, die gibt es auch als Theaterstück und solchen Sachen. Also, aber sie ist weihnachtlich und es macht Spaß, zu Weihnachten zu gucken. Genau, ich lese jetzt trotzdem den Klappentext. Ich muss lachen, einfach die ganze Zeit jetzt. Das beliebte Weihnachtsmärchen von Charles Dickens. Ebenezer Scrooge, ein geiziger und gefühlskaler alter Kaufmann, lehnt Weihnachten ab und will den Heiligabend ohne Gesellschaft verbringen. Da erscheinen ihm nachts sein verstorbener Freund Marley und dann die Geister der vergangenen Weihnacht, der diesjährigen Weihnacht und der zukünftigen Weihnacht. Sie nehmen Scrooge mit auf eine Reise durch seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und führen ihm vor Augen, wie Geiz und Habgier sein Leben zerstört haben. Entsetzt über sein einsames Leben kehrt Scrooge als hilfsbereiter, großzügiger und barmherziger Mensch in die reale Welt zurück. Dickens Weihnachtsklassiker als ungekürzte Neuübersetzung. Okay, nee. Da muss ich genau das nehmen. Ja, da muss ich genau das Buch nehmen. Aber es ist halt, es ist herausragend illustriert von jemandem. Oh, okay. Ich schicke dir den Link dazu. Aus welchem Verlag? Es gibt das hier in Deutsch einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Verlage. Oh, bis zu Knesebeck. Ah, du hast direkt die 25-Euro-Ausgabe. Ich wollte die für 12 nehmen. Okay. Ja, die kann man auch nehmen. Die Geschichte ist dasselbe, aber die Illustration, man kann hier so ein bisschen durchs Buch klicken, sehen sehr schön aus. Okay, nein, ja, aber cool. Ihr könnt, also man kann es ja auch einfach als Film streamen. Es ist Hauptsache die Weihnachtsausgabe. Ja, okay. Weihnachtsgeschichte. Cool. So. Ja. Für Weihnachten. Ja, sehr schön. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit bis Heiligabend, bis Weihnachten ist. Ja. Genießt die Weihnachtszeit, Kinder. Ja, lasst euch boostern, passt auf euch auf, bleibt gesund. Schickt uns gerne Themenvorschläge, wenn ihr was habt, worüber wir konkret sprechen sollen. Schickt uns gerne Feedback, hinterlasst uns gerne ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Empfehlt uns gerne euren FreundInnen weiter oder euren FeindInnen. We don't care. Hauptsache empfehlt uns weiter. Hört uns. Genau, Hauptsache ihr hört uns. It's important. It's Quantität vor Quantität. Ja. Wow, okay, das war nicht witzig. Ich nehme es zurück. Bis dann. Okay, ja, ich war auch ganz folgt uns auf Instagram. Ja, folgt uns auf Insta, wenn ihr Bock habt. Hinterlasst uns einen Kommentar. Ja, ihr findet Links zu den Buchempfehlungen, Instagram und so weiter in den Shownotes. Tschüss. 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 Oh, sehr